Hi, ich bin Tobias Klei, der CEO von Credl, einer gemeinnützigen Organisation aus Deutschland. Und ich will dir unsere Vision vorstellen und dich um deine Unterstützung bitten. Wir haben Credl 2022 gegründet mit dem Anliegen, eine digitale Reformation zu starten. Vor 500 Jahren hat Martin Luther die Bibel damals vom Lateinischen aufs Deutsche übersetzt und damit Gottes Wort für alle Menschen zugänglich gemacht. Heute ist das Problem nicht mehr die Sprache, sondern die Reichweite. Und da stehen uns alle Kanäle zur Verfügung. Wenn du Jesus Christus googelst in einem Browser ohne Cookie-Einstellungen, dann kommen unter den Top 10 Treffern meistens Treffer von Menschen, die Jesus Christus gar nicht kennen. Allein in Deutschland gibt es monatlich 130.000 Suchanfragen zu Jesus Christus. Das darf nicht so bleiben, dass die Antworten von Menschen gegeben werden, die diesen Jesus gar nicht persönlich kennen. Wenn Menschen fragen, wer Jesus Christus ist, dann sollten Christen antworten. Dieses Problem lösen wir mit Credl Rocks, der christuszentrierten Datenbank. Gemeinsam mit vielen verschiedenen Theologen und Hochschulen beantworten wir die Fragen, die über Google gestellt werden. Allerdings beschränkt sich Credl nicht nur auf Suchanfragen. Credl ist viel, viel mehr. Es gibt so viele talentierte Christen, die mit ihren Begabungen konstant großartige Dinge erstellen, wie zum Beispiel Designvorlagen, Musik, Videos, Bibelkurse und vieles, vieles mehr. Das Problem ist, dass im Moment das meiste davon nur von einem kleinen Kreis an Menschen genutzt wird, wie zum Beispiel der lokalen Gemeinde. Mit Credl Medias bieten wir eine Infrastruktur kostenfrei zur Verfügung, mit der jeder ständig alles, was er hat, mit der kompletten Welt teilen kann. Die Architektur von Credl wurde bewusst so gewählt, dass jede Applikation autark laufen kann. Gleichzeitig hängen alle Applikationen über die Suchmaschine Credl.io zusammen. Für den User entsteht so ein digitales, barrierefreies Ökosystem, in dem es fokussiert um Jesus Christus, den christlichen Glauben und lebensfordernde Inhalte geht. Der Herzschlag von Credl ist alle für alle. Stell dir vor, alle Christen würden das, was sie schon haben und machen, zusammentragen an einen Ort. Damit könnten wir alle Menschen mit der besten Botschaft der Welt erreichen. Jesus Christus gemeinsam digital sichtbar machen. Jede einzelne Applikation von Credl ist dafür da, um das bis ins kleinste Detail des menschlichen Alltags umzusetzen. Ich habe mein Leben lang eine große Sehnsucht, dass möglichst viele Menschen Jesus kennenlernen. Und jetzt öffnet das Projekt Credl zum ersten Mal den Weg in die große digitale Weite. Und Christen sollen sich und können sich zusammentun, um das gemeinsam zu erreichen. Und ich hoffe, dass viele dieses Projekt unterstützen, auch finanziell. Wir brauchen deine Hilfe, um Jesus gemeinsam sichtbar zu machen. Wir haben uns ein Ziel von 1,2 Millionen Euro gesetzt, um die Entwicklungskosten abdecken zu können. Unterstütze uns und werde Teil der digitalen Reformation.